Westfalenblatt, die Lokalzeitung. Helen Wahne, erstmal herzlichen Glückwunsch zum persönlichen Wahlergebnis hier im Kreis Paderborn. Sie sind wieder ganz klar im Bundestag vertreten, erwartungsgemäß. Aber was sagen Sie zum Bundeswahlergebnis? Enttäuschend. Also anders kann ich das nicht sagen. Ich habe als Volkspartei, ich habe immer geschaut nach Südeuropa, wie da die Volksparteien sich selbst marginalisiert haben. Und diesen Weg will ich mit der CDU nicht gehen. Und deswegen war für mich der Anspruch ganz klar 30 plus X. Und als ich dann die Balken gesehen habe, wie die nach unten gingen, das war schon ein Schlag in die Magengrube. Ich meine, wir kommen von über 40% im Jahre 2013 und sind jetzt abgesackt. Und wichtig ist jetzt nur, dass man jetzt das nicht einmal lamentiert und dann wieder nach vorne schaut, sondern dass es eine knallharte Wahlanalyse gibt und daraus die richtigen Konsequenzen auch für die Zukunft zieht. Auf dem anderen Blatt Papier steht natürlich die Regierungsbildung, ganz klar. Aber das, was auch wichtig ist, wo wir jetzt auch hochkonzentriert reingehen müssen. Aber ich habe halt schon die Sorge, dass dann die Partei hinten rüberfällt. Das darf nicht passieren und das werde ich entsprechend auch in den nächsten Tagen in den Gremien sagen. Aber im Rahmen des Möglichen ist natürlich eine Oppositionsfunktion auch Ihrerseits. Mit was für Gefühlen würden Sie in eine Opposition hineingehen? Das wäre bitter. Nach 12 Jahren Arbeit im Deutschen Bundestag, so einem Wahlkreis wie Paderborn vertreten zu dürfen und dann Opposition wäre richtig bitter und würde mich auch treffen. Aber das ist Demokratie. Das ist die Wählerinnen und Wähler haben uns weniger Prozente gegeben als beim letzten Mal und sie haben ihre guten Gründe dafür gehabt und das muss ich akzeptieren. Und da muss ich mit diesen Wählern reden, damit ich es beim nächsten Mal besser mache. Woran hat es gelegen? Liegt es an dem Kandidaten, an dem Spitzenkandidaten, Herrn Laschet? Er hat natürlich, wie wir alle, seinen Anteil. Ich glaube, dass wir es zu wenig geschafft haben, auch er persönlich deutlich zu machen, dass er ist kein One-Man-Show-Player, sondern er ist immer jemand, der das Team mitnimmt. Und das Team war zu wenig sichtbar. Ich meine, das, was er in Nordrhein-Westfalen schafft, von Herbert Reul bis zu Herrn Laumann, starke Persönlichkeiten mit einzubinden, haben wir nicht geschafft, rüberzubringen in diesem Bundestagswahlkampf, was das denn für den Bund heißt. Und auf der anderen Seite, glaube ich, zu viel weiter so. Wir haben es nicht geschafft, zu zeigen, nicht nur weiter, natürlich brauchen wir Stabilität, natürlich müssen wir jetzt keine neuen Schulden machen, ist meine Meinung, vieles mehr. Aber Corona hat ja gezeigt, dass wir doch nicht so gut in der Lage waren, wie wir dachten, im organisatorischen Bereich, bei der Verwaltung, bei den Schulen und so weiter. Und da erwarten die Leute von uns auch Erneuerung und Aufbruch. Und das haben wir, glaube ich, nicht geschafft, richtig rüberzubringen. Und daran müssen wir arbeiten, darüber müssen wir reden, damit wir es beim nächsten Mal besser machen. Im Moment sind im Kreis Paderborn noch nicht alle Stimmbezirke ausgezählt, aber es sieht sehr stark danach aus, dass auch die CDU, die Partei, sehr stark an Stimmen hier verloren hat. Ihr Ergebnis ist nahezu stabil, sieht auch nicht ganz so gut aus wie vor 4 Jahren, aber Sie sind jetzt momentan bei 32%. Wie schlimm ist das, wie tief geht das für Sie ins Herz? Das ist Spiegelbild dessen, was wir im Bund sehen, ganz klar. Ich meine, der Bundestrend macht ja nicht Halt vor dem Kreis Paderborn. Also das sind ja Menschen, die das ähnlich sehen. Und deshalb ist es nur ein Spiegelbild dessen, was wir im Bund sehen. Aber Herr Schmitz, ich muss mir jetzt die Zahlen näher ansehen. Da gibt es bestimmt mehr zu sagen, auch detailreicher etwas zu sagen. Aber das muss ich in den nächsten Tagen machen. Wie geht es jetzt für Sie persönlich weiter? Sie wollen morgen wieder nach Berlin fahren. Was ist da vorgesehen? Eigentlich hätte ich heute schon in Berlin sein müssen, aber weiß ich nicht. Die haben sich so für mich eingesetzt, die ganzen Leute hier. Wir haben irgendwie 16 Stunden irgendwie täglich gearbeitet. Ist ja auch alles richtig und wichtig, aber da bin ich einfach beim Wahlabend hier. Entsprechend muss ich morgen um 6 Uhr los und fahre nach Berlin. Wir haben 11 Uhr Bundesvorstandssitzung, danach Gremiensitzung. Dienstag wird der neue Fraktionsvorsitzende gewählt oder der alte bestätigt. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel gesagt. Und entsprechend muss ich jetzt hochkonzentriert nach Berlin fahren und schauen wir mal, was in den nächsten Tagen passiert. Alles klar, vielen Dank.